Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt noch einen kleinen Zusatzvideo zu Welcome to Deponia the Puzzle. Ich hatte ja erzählt, dass beziehungsweise ich hatte ja ein bisschen reingespielt und die ersten paar Puzzles waren alle gleich. Ich habe dann ohne Video noch ein bisschen weitergespielt und bin dann auf eine neue Puzzleart gestoßen und die wollte ich euch noch schnell vorstellen. Wir machen das nicht zu lang, so zwei, drei Puzzle. Und wie sich das von den ersten Puzzles unterscheidet. So, wie ihr seht, ich habe jetzt schon die Puzzles von Chaos of Deponia freigespielt. Und es ist so, dass die Einzelpuzzles immer so sind wie aus dem ersten Video. Und die Zweierpuzzles, also von Deponia und von Chaos of Deponia und wahrscheinlich auch von Goodbye Deponia, verfolgen ein anderes Prinzip und das werde ich euch jetzt zeigen. So, wir sind jetzt hier in Goodbye Deponia Puzzle. Ich habe noch nichts gemacht, das ist auch direkt seht. Und zwar muss man jetzt, wie man hier sieht, ein Bildchen an die passende Stelle schieben. Was mehr den tatsächlichen richtigen Puzzeln entspricht, wenn man es kennt. Hier kommen jetzt nur ein paar wenige Teile auf einmal. Das wird aber noch hektischer in späteren Puzzles. Tatsächlich bin ich da wesentlich besser. Entspricht aber auch mehr dem richtigen Puzzle. So, das war jetzt ein Beispiel, wie das aussehen kann. Der Score. Also. Immer noch keine zwei Reihen. Vielleicht ist es blöd, wenn ich den Kommentar dann zerschneide. Sehe ich jetzt wieder da oben natürlich. Ich vergesse immer, dass man danach noch erweitern kann. Stern natürlich. Ja.
Nochmal eins erweitern. Das bringt mich jedes Mal ein bisschen raus. Aber meistens. Und nicht immer. Hier passt es nicht, da muss ich hier weiter vorne gucken. Ja, hier hat mich jetzt diese Adhäsion draufgebracht, wo es hingehört. Sonst hätte ich es ausprobieren müssen. Jetzt auch kein Beinbruch gewesen. Also loslassen. Hattest du nicht schon probiert? Ach Gott, nein. Nochmal eins erweitern. Bild. So. Auf jeden Fall wollte ich euch nicht hier mit der falschen Information alleine lassen, dass die Puzzle alle in der Spielart des ersten sind. So, es gibt tatsächlich noch eine zweite Variante der Puzzles, die mir persönlich auch mehr Spaß macht. Ich finde es nur schade, dass ich die andere Variante auch spielen muss, um die hier alle spielen zu können. Ich würde es einfach bevorzugen, direkt die auswählen zu können, ohne sie freispielen zu müssen. Na, nicht umdrehen. Aber gut. Was mich ein bisschen ärgert, ist, wenn man sich das Cover der Retail-Version anguckt. Ja, ich habe die Retail-Version. Da sind richtige Puzzleteile abgebildet, so wie man sie in den Boxen findet mit diesen Ausbuchtungen und so. Und tja, solche Teile findet man hier überhaupt nicht. Das finde ich schon ein bisschen schade. Ach, jetzt gibt es wieder diese runden. Macht es jetzt nicht unbedingt schwerer, ist vielleicht eine nette Abwechslung. Ja, insgesamt merkt man natürlich, dass das eigentlich eher Spiele für einen mobilen Markt sind. Natürlich schon ein bisschen Cash Grabs, wenn man ehrlich ist. Also, das Ganze gibt es ja noch mit Edna und Harvey. Genau das gleiche Prinzip, da ändert sich natürlich spielerisch nichts. Gehe ich davon aus, Entschuldigung, dass ich jetzt einfach mal Annahmen verbreite, die ich jetzt überhaupt nicht selber belegen kann. Nach dem, was ich in diversen Foren darüber gelesen habe, habe ich damit nicht so unrecht mit meiner Aussage. Aber ich habe eigentlich kein Problem damit, die Fans ein bisschen bedienen, das Fanservice. Und gleichzeitig, wenn das Spiel dann auch gut ist, kann man auch ein Puzzlespiel draus machen.
Grafiken sind da, die sind schön. Wie gesagt, ein richtiges Puzzlespiel. Würde mich glücklicher machen. Aber ich kann auch hier mitleben. Ich suche jetzt eigentlich nur noch so weit zu kommen, dass man mal die andere Art, die etwas schwierige Variante sehen kann. Die etwas hektischere Variante. Ich will hier treffen. So. Okay. Zack, zack. Score interessiert mich hier überhaupt nicht. Also irgendwie. Ah, jetzt gibt's schon zwei Spalten hier mit Puzzles. Mit Teilen. Und das macht's schon etwas hektischer. Und es gibt dann auch mit drei Spalten. Ich weiß gar nicht, ob es auch sogar vier Spalten gibt, aber auch drei auf jeden Fall. Jetzt ist es natürlich noch ein relativ einfaches Bild. Da wirkt sich das noch nicht so sehr aus. Natürlich so ein relativ detailliertes Bild ist und wir haben mindestens drei Spalten, dann kommen wir schon ein bisschen ins Rotieren. Na, jetzt ist hier schon ein bisschen mehr los. Ach, dieses Bilderdrehen, das nervt mich irgendwie. Halt auch immer gucken, welche denn auch wirklich schon einsetzbar sind. Den weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, ob das überhaupt schon anlegbar ist. Dann lasse ich das einfach mal kurz. Aber eigentlich ist das schon. Ach doch, her, ja. Das Ganze dann, nachdem ich das hier abgelegt habe. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Missverständnisse aufgeklärt.
zumindest für mich hat diesen neue Spielmodus das Spiel ein ganzes Stück aufgewertet. Macht es immer noch nicht zu einem wirklich guten Spiel, aber doch besser und abwechslungsreicher auch als das, was ich im ersten Video gezeigt habe, meiner Ansicht nach. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr schaut bei meinen weiteren Videos rein, abonniert mich auf Twitter und oder meinen Kanal. Und ja, dann erfahrt ihr, was ich als nächstes mache. Tschüss! Dieses Video ist nun vorbei, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch mal meine anderen Videos an, abonniert meinen Kanal, folgt mir auf Twitter oder unterstützt mich finanziell auf Patreon. Vielen Dank!